Darauf, da bin ich wieder, Veganox Barbecue. Leute, heute machen wir was, was ich schon seit einem Jahr machen will, aber irgendwie nicht zugekommen bin. Nämlich eine Hackfleisch-Blumenkohl-Bombe. Wenn ihr da Bock drauf habt, dann bleibt einfach dran. Leute, eine Hackfleisch-Blumenkohl-Bombe. Wie gesagt, die wollte ich schon immer seit einem Jahr machen, aber irgendwie bin ich nie dazu gekommen. Beziehungsweise Steffi hat mir da so den Arsch gekickt, weil die hasst Blumenkohl. Die will das nicht. Und wir essen ja auch immer alles hinterher. Und ja, dann habe ich mich meist weichschlagen lassen und gesagt, ja, okay, dann machen wir was anderes. Ne? Ihr kennt das ja, wenn die Frau was sagt. Aber heute war ich alleine einkaufen. Geh da so durch den Laden, sehe den Blumenkohl und habe gesagt, heute bist du reif. So, und da kannst du da hinter der Kamera gar nichts machen, weil den haben wir nämlich jetzt hier. Ja. Ich esse nämlich gerne Blumenkohl. Ja, und eine Hackfleisch-Blumenkohl-Bombe, beziehungsweise eine Blumenkohl-Bomb, ist total easy. Weil du brauchst wieder nicht viele Zutaten. Ihr kennt's von meinem Kanal. Die einfachen Sachen werden hier gemacht. Aber die leckeren. Glaube ich zumindest. Ich denke, das muss richtig lecker sein. Ich sage euch mal kurz, was wir brauchen. Wir brauchen einmal hier einen Blumenkohl. Den werden wir hier natürlich gleich noch hier von den Blättern befreien. Und dann werden wir den auch 10 bis 15 Minuten vorkochen. Und weißt du was? Eigentlich können wir das doch jetzt schon machen, während ich euch den anderen Kram erzähle. Und dann können wir gleich direkt weitermachen. Dafür benutze ich heute wieder hier meinen Meteor-Gaskocher. Einfach ein bisschen Wasser mit Salz. Blumenkohl hier einmal von den Blättern befreien. Kochen wir den erstmal vor. Kleiner Schnitt jetzt. So, Cut erledigt. Bisschen Salz hast du auch schon ins Wasser gemacht, jo, ne? Perfekt. Super, also der geht jetzt hier nicht ganz unter der Blumenkohl. Dafür haben wir einen Deckel, legen wir den Deckel gleich drauf, dann wird der Dampf den ja garen. Das können wir jetzt alles eigentlich schon mal machen. Ich mach mal eben hier das Gerät an. Ach, das liebe ich auch, dass ich das jetzt hier stehen habe, ne? Das ist wirklich, wirklich, wirklich geil. So, kann das schon mal kochen. So, ja, wie gesagt, ich lasse das jetzt so ungefähr eine Viertelstunde. Ne, dauert jetzt noch ein paar Minuten, bis es kocht. Und dann, man sagt so, 10 Minuten ins kochende Wasser. Das sagen auf jeden Fall die anderen, wo ich so mal ein bisschen im Internet gelesen habe. So, und jetzt machen wir die Füllung, beziehungsweise nicht die Füllung, die Umhüllung. Und die könnt ihr eigentlich so machen, wie ihr wollt. Ich habe jetzt hier Hackfleisch halb und halb geholt. Ein halbes Kilo sollte eigentlich reichen für den Blumenkohl. Und ich finde, in dieses Hackfleisch muss auf jeden Fall Käse mit rein. Dann ein Mega-Tipp, den ich auch sehr oft gelesen habe, ist so ein Becher Creme Fraiche. Aber ich werde mal nur einen halben, dreiviertel Becher machen, weil ich will es auch nicht zu schlotzig haben. Und dann würze ich einfach Salz, Pfeffer. Umgekehrt. hier habe ich mir mehr King Kakao von Don Markus rausgeholt. Nehmt ein Barbecue-Gewürz, mal ein Löffelchen mit reinmachen. Ihr könnt da alles reinmachen. Vielleicht auch noch ein bisschen Tomate mit rein. Habe ich jetzt nicht hier. Aber könnte man machen. Da seid ihr also wirklich frei. Würzt einfach euer Hackfleisch so, wie ihr wollt. Oder wie eine Frikadelle. Mit Sicherheit auch sehr geil. Mit ein bisschen Senf. Geile Idee. Naja, macht das so, wie ihr wollt. Und am Ende dann die Hackfleischmasse auf den Blumenkohl. Und dann natürlich Bacon. Ich habe mal hier zwei Pakete geholt. Ich habe auch noch ein drittes drin, aber zwei sollten reichen. Ballern wir Bacon drauf, Barbecue-Soße drauf, ab im Grill. Und dann so circa 45 Minuten. Da liegt noch ein Ei. Ach, ein Ei. Ja, ein Ei habe ich auch noch genommen für die Bindung. Ballern wir auch mit rein. Okay. Manche machen jetzt auch noch Brotkrumen oder hier altes Brot rein, so wie du, oder Paniermehl. Das mache ich eher so bei Frikadellen. Mit dem Ei gebe ich dem ja schon ein bisschen Bindung. Da brauche ich jetzt nicht die Fluffigkeit noch vom Brot mit drin, was dem ja auch Bindung gibt. Aber brauchen wir, glaube ich, nicht, weil wir ja auch noch Bacon drumherum haben. Deswegen lasse ich jetzt Brot oder hier, wie heißt das denn nochmal? Paniermehl weg. Semmelbrösel, genau. So, Leute, also wie gesagt, wir mixen das jetzt hier eben an. Wir warten, bis der Blumenkohl so 10 Minuten vorgekocht ist, wenn es angefangen hat zu kochen. Und dann machen wir weiter und dann geht das da rein und wir sehen uns in circa einer Stunde. Bis gleich. So, Leute, der Blumenkohl, der hat jetzt hier reine Kochzeit, circa 10 Minuten vorgekocht. Jetzt machen wir die Schlotze hier drauf
den Bacon da drauf, bisschen Barbecue-Soße drauf. Den Grill heizt sich gerade vor auf circa irgendwas zwischen 170 und 200 Grad. Und dann 45 Minuten da rein. Und während der da drin ist, macht ihr doch mal hier Abo. Ne? Ist kostenlos. Einfach unten abonnieren, Glocke aktivieren. Das hilft uns. Also, wir machen weiter. So Leute, nach 45 Minuten ist das Ding jetzt fertig. Hoffe ich, müssen wir halt gleich mal anschneiden. Steffi habe ich jetzt ausgetauscht, jetzt ist hier mein Sohnemann der Ian, ne? Hallo. Der mag nämlich Blumenkohl. Und deswegen, kommt mal ran, wir schneiden das Ding jetzt mal direkt auf und dann will ich auch sofort probieren. Also, kommt ran. Ja Leute, also das sieht schon mal mächtig geil aus. Und ja, jetzt bin ich auf den Geschmack gespannt. Ich schneide uns jetzt mal hier einfach so ein bisschen was runter. Ich weiß gar nicht, ja, man kann jetzt natürlich hier so schöne Viertel oder Achtel schneiden. Ich glaube, ich versuche uns mal so zwei, drei Scheibchen hier runter zu schneiden, dass wir die einfach mal probieren können. Ach, guck mal, das geht super, ey. Seht ihr? Oh, ja, da fällt mir direkt was runter. So, ich gebe dir mal eins nach hinten. Ja, dann hast du schon mal eins. Dankeschön. So, jetzt schneide ich mir ja auch noch so ein Ding runter. So, ja, aber das funktioniert wirklich super. Das kann man doch super so auf den Teller legen. Vielleicht noch ein paar Kroketten dabei oder so. So, Leute, und jetzt wird probiert. Also, mal mit ein bisschen Gemüse, sogar gesund. Mmh. Boah, das ist geil. Ich höre es von hinten. Ja, definitiv. Der Blumenkohl hat noch ein bisschen Biss. Die meisten lieben ihn so. Für mich könnte er tatsächlich noch ein bisschen weicher, aber ich stehe auf total verkochten Blumenkohl. Echt? Aber ich finde, das ist gut. Eher nicht. Weil so hat das noch so ein bisschen Biss. Ich glaube, deswegen bricht er die auch nicht so auseinander. Ja, mit dem Hackfleisch. Mit dem Bacon. Leute, das kann man mal nachmachen. Das ist wirklich, sieht geil aus. Da kannst du schön so auf ein Partybuffet stellen, weißt du? Dann schneidest du schön hier die Scheiben runter. Kann sich jeder so ein Scheibchen nehmen. Richtig leckere Angelegenheit. Ja, Leute, das war's für heute. Die Blumenkohlbombe. Wir sehen uns also bei den nächsten Videos. Wir ballern hier noch ein bisschen rein. Vielleicht hätte noch ein bisschen mehr Hackfleisch dran gekommen, wa? Boah, das ist wirklich lecker. Es gibt auf jeden Fall kein zu wenig. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Mach einfach. Warte. So, jetzt ready? Ja, ready und jetzt ist es auch an. Okay. Okay. Wir machen es nochmal, ne? Ja. What the fuck? Ich stehe jetzt hier am Boden. Warum stellst du mich eigentlich einfach neben dich? Hier oben? Ja. Ich jetzt Platz zum Kneten brauchen, so.
Mega geil. Noch was anderes. Aufnahme Ende? Aufnahme kannst beenden, ja.